Das ist der kleine Affe Amadeus. Das Wort Affe fängt mit A an. Hier siehst du das große A. Es geht schräg nach oben, schräg nach unten und hat eine Querstange. Schon ist es fertig. In Amadeus Name steckt auch das kleine A. Das siehst du hier. Ein dicker Bauch und ein gerader Strich. Amadeus ist ganz stolz auf das große und das kleine A in seinem Namen. Hier kommen ein paar Wörter, bei denen du das A am Anfang hörst. Sprich mir nach. Arm, Ameise, Apfel, Ampel. Wenn du auf die Wörter schaust, siehst du das A ganz gut. Ich lasse sie gelb leuchten. Sprich gleich mit. Arm, Ameise, Apfel, Ampel. Das kleine A hörst du manchmal auch in der Mitte. Dort wird es immer klein geschrieben. Sprich mir nach. Hals, Wald, Ball, Banane. Bei Banane hören wir sogar zwei A in der Mitte. Wenn du auf die Wörter schaust, siehst du das kleine A ganz gut. Ich lasse sie wieder gelb leuchten. Sprich gleich mit. Hals, Wald, Ball, Banane. Manchmal hörst du das A auch ganz am Schluss. Auch dort wird es immer klein geschrieben. Sprich mir nach. Sofa, Zebra, Pizza, Oma, Opa. Ich lasse das kleine A wieder gelb leuchten. Sprich gleich mit. Sofa, Zebra, Pizza, Oma, Opa. Es gibt sogar Wörter, da hörst du das A am Anfang und in der Mitte. Zum Beispiel bei Ananas. Hier kommt das kleine A sogar zweimal in der Mitte vor. Sprich mir nach. Ananas. Amadeus überlegt. Gibt es auch ein Wort, bei dem man das A am Anfang, in der Mitte und am Schluss hört? Er überlegt lange. Plötzlich fällt es ihm ein. Natürlich, seine Freundin Amanda. Amadeus ist glücklich. Jetzt hat er sich eine Pause verdient. Und du natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.